Blub, blub, Leute, willkommen zurück zu Vampire the Masquerade Bloodlines. Im Hintergrund ist ganz komische japanische Musik. Wir sind hier bei Ming Zhao angekommen und haben uns angekündigt, dass wir jetzt in ihrem Gebiet operieren. Da war sie recht glücklich drüber und da hier sowas rumliegt, was man umwerfen kann, was ich gerade entsorgt habe, das war dumm. Aber deswegen wird man hier wahrscheinlich mal einbrechen müssen oder sowas. Das wird ja interessant. Hoffentlich sind wir da gut genug. Ja, müssen wir schauen. Ist egal. Kommt später sicher irgendwann. Machen wir ein bisschen weiter. Ich hoffe, es gibt keine Delays hier drin in meinem Sound. Das habe ich bei XCOM teilweise... Oh, teilweise. Oh, hier geht's ab. Da haben sie gerade eine Trulla entführt. Herzlichen Glückwunsch. Hoffentlich können wir da helfen und hoffentlich stürzt es nicht mein Programm ab, denn irgendwie... Nein, es hat nur gespeichert. Okay. Interesting. Ming Zhao schlägt vor, dass sie den Geschäftsmann Wong Ho im Restaurant Red Dragon aufsuchen. Er hat vielleicht Informationen, die zu Garys Spion Barabus führen können. Okay, das ist unsere Hauptmission. Prinzessin Sarkophag. Und wir müssen zum Anwesen der Giovanni, wo auch immer das ist. Und wie auch immer wir da hinkommen. Okay, das ist alles noch Hollywood. Aber wir sollen ins Red Dragon gehen. Das können wir ja mal machen. Wer bist du denn, mein Freund? Du siehst aus wie ein Wahrsager. Hey, you! You are your fortune, Red? You give me $5. I give you secret Chinese enlightenment. Only stupid person that want to know future. Nennst du mich etwa dumm? warum liest du mir nicht die Zukunft? $5. Gott, hier, bitte. You see orange cat on Tuesday? Whoa, that's bad! Oh, doctor! Wow, was bist du denn für ein Arsch, ey? Drecksack. Gott, die Alte, ey. Der schaut so... Gott, egal. Oh, guck mal. Oh, nette Tattoos. Yin Yang. Und so Flügelchen, ne? Dämonen, du. Nett, nett. Okay, sonst ist hier aber momentan noch nicht viel. Das hier müsste das Mao Long Restaurant sein. Das ist nicht Red Dragon, oder? Wo ist denn das Red Dragon Restaurant? Hier haben sie jemanden entführt. Das gehört sicher dazu, was wir eben erfahren haben. Chinatown kenne ich so gar nicht, Leute. Also das ist das, was ich am allerwenigsten kenne hier. Von daher wird das sicher sehr interessant, weil ich das selber noch nicht so richtig durchblicke, was man hier alles tun kann und was man nicht tun kann. Ein Pad, okay. Kommen wir also nicht so durch. Okay, hier unten. Könnten wir einbrechen. Oh, Leute, das gibt Spaß. Das wird lustig. Hallo. Eine komische, klassische Japanerin, die einfach hier reinkopiert wurde. Super. Gucken wir erstmal, wo das Red Dragon ist. Das Fu-Syndikat, da muss ich ehrlich gesagt nicht hin. Warum auch immer ich gerade darauf zurenne, weil ich verwirrt bin und die Straßen nicht so kenne. Aber die lernen wir sicher noch kennen. Okay, Red Dragon, da ist er doch, der Red Dragon. Ich meine, das war doch hier direkt am Anfang. Aber die haben sie da hinten hin entführt. Gehen wir erstmal ins Red Dragon. Und gucken wir uns hier mal um. Das ist ja unsere einzige Spur momentan. Und ich bin sicher, finden wir da noch ein paar andere Quests. Es ist ja meistens so, dass die Entwickler die Hauptquest auch an Nebenquests binden. Und dass man da automatisch dran vorbeikommt. An den meisten. Neun Leben. Ash Rivers nach tödlichem Unfall unverletzt. Was auch immer das für uns gerade bedeutet. Oh, Mädchen. Ja, wenn das Stiefel sind, mag ich es nicht so unbedingt. Aber sonst sieht sie ziemlich hot aus. Und nicht asiatisch mal wieder übrigens. Ich suche Wong Ho. Ming Zhao hat mich geschickt. I'll get the elevator. Ah, danke schön. Second floor, have a good night. Danke. Mädchen, oh. Mensch, Mensch. Sehr gut. Die Küche hat schon lange zu. Ja, ich meine, es ist ja mitten in der Nacht. Hallo? Oh, guten Tag, alter Mann. Was soll's? I don't really care. Oh, der hat aber ganz schön viel Blut, hä? Huh? Er hat einen guten Batzen zumindest. Nett, nett. Dankeschön. Und das Handtuch ist blutig. Oh, Yankee, wirklich? My Wanky. The Fanger need food. Ja. Das Handtuch ist blutig, okay. Das ist interessant. Oh. Danke für die Uhr. Ist ja lustig. Kondomautomat darf natürlich nicht fehlen. So, oh, an ihr würde ich mich ja gerne mal, ne? Yes? Wow, du siehst irgendwie drugged aus. Spielen wir ein Rollenspiel. Du bist das eigentliche Dorfmädchen und nicht der erotische Vampir. Okay, let me just pick up some protection. A couple of cans of pepper spray should do the trick. Ja, außerdem bist du ultra hässlich. Ultra hässlich, wow. Yeah? Was bist du denn?
Hi Tong, auch einsam heute noch? The hell I care. Okay, I don't care. Oder I don't know what, was hier passiert, Mensch. Red Dragon, ja, das ist der Namensgeber, wunderbar. Und ganz viele schöne Fischis in einem tollen, riesigen Aquarium. Sowas liebe ich ja, ne? Das mag ich an diesen Restaurants. Diese tollen Aquarien. Wo ist der Fahrstuhl? Ich habe kein... Das Klo. Und das ist auch noch für... Oh Gott, das ist Share-Toilette, ne? Toll, da würden einige bei uns hier auf die Barrikaden gehen. Wo zur Hölle ist denn dieser Elevator? Bin ich so doof, das nicht zu sehen? Warte mal. Sie hat gesagt, sie holt mir den Elevator. Hol mir den... Oh, was? Ah! Knuffig, okay. Ja, das ist mal hübsch, ne? Hier, das ist noch so schön versteckt, damit die Gäste es nicht Hello. Sehen. Hello! Hey, Baby. No, I'm still at work. I don't know. Why would I want to rush home right away? Wow. I know that. What else? With a what? Oh, you're in the kitchen. Yeah, they were on sale, so I bought some. You did too, like zucchini. Okay. Das war wieder mal ein sehr komisches Gespräch. Ich wollte das einfach mitnehmen, Leute, war lustig. Mal gucken, was hier noch so ist. Ob wir uns umsehen können erstmal. Haben wir gespeichert, alles cool. Ein Wurfste. Im Tisch. Einen guten Tisch. Leute, was bringt der denn? Ein Wurfstern. Wenn Sie sich für diese Wurfsternschnuppe etwas wünschen dürften, hör mal auf zu drehen, wäre das wohl das Talent, das blöde Ding überhaupt benutzen zu können. Ja, ist okay. Ist cool. Okay, also hier geht's dann auch zu ihm wohl. Boah, wir kommen nicht in den Haupteingang, wir sind zu cool dafür. Oh Gott, na diese dämlichen Papierdinger, die so gar nichts irgendwie filtern. Kann man sogar durchsehen durch die Teile, ne? Ich finde das immer so ein bisschen schrecklich, aber naja. Ist halt der Stil dort, ne? Kann man... Nichts gegen... They took her. Ja, das habe ich gesehen. Wen haben sie denn? Kiki, my daughter. Hm. They grabbed her. They called and said, Wong Ho has meddled with Tong for the last time. Wer war Tong? Außer, dass das eine... Die Morak Tong war eine Mördergilde in Morrowind? Aber naja. Das ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber Ming Zhao hat mich geschickt, um mit ihnen zu reden. Ming Zhao? Oh, of course. Please forgive me, but as you can see, I am in a most terrible situation. I am Wong Ho, owner of the Red Dragon. Again, I apologize for my inconsiderate behavior. Kein Problem. Was ist hier los, Wong Ho? The Tong. A local street gang here in Chinatown just broke into my restaurant and kidnapped my daughter at gunpoint. The Tong grow more bold every day, and now they have my Kiki. My Kiki, oh Gott. Das klingt wie ein kleiner Vogel. Das macht Papa natürlich wütend. Wissen Sie, wo sie ist? Ich bring sie zurück. No. The Tong have many... wait. Please excuse me a moment. Hello. Zhao. Huh? Yes. How did you... Of course. I see. Thank you, my friend. Your debt has been repaid 1,000 times over. Yes. Of course. Goodbye. Was wetten wir, dass Zhao mit drin hängt? Das klang nicht nach den Tong. That was... Someone who owed me an old debt. It has been repaid. I know where the Tong are keeping my daughter. Daughter? Nein, daughter. Learn to speak. Sagen Sie mir nur wo und bestellen Sie gleich den Leichenbestatter dazu. Kiki is being held at the Lotus Blossom. A massage parlor here in Chinatown. If you bring her back to me. I will help you in any way that I can. Mhm, Lotusblüte, okay. Schön, dass Sie es mit übersetzt haben, was nicht unbedingt nötig ist, wie ich finde, aber es ist ein nettes Detail im Patch. Ich werde sie hier zurückbringen. Thank you. Wir sind nett, wir sind cool. Und erst auch ein ganz nettes Sau. Strike fast. The Tong will not be expecting anyone so soon. Good luck.
Nicht überheblich und sonst gar nichts. Also obwohl wir hier einfach eindringen und so. Einfach okay. Kann ich mit leben. Gut, dann können wir die Tochter befreien. Und dann geht es wahrscheinlich darum, dass wir hier was bekommen. Bongos Tochter Kiki wurde entführt und wird im Lotusblossom festgehalten. Wenn sie sie retten, wird er ihnen helfen, wo er nur kann. Ja, das will ich schwer hoffen. Und ich hoffe, er gibt mir Sachen umsonst. Also beziehungsweise kostenfrei, nicht umsonst. Nichts in der Pflanze. In der Pflanze auch nicht. Okay. Ich wollte nur schnell mal nachgucken. Zu und runter. Eigentlich müsste man auch vorher schon draufdrücken können. Was soll denn das? Wer wartet denn bitte, bis die Tür zu ist, damit man so ein Ding öffnen kann? Nee. Okay, momentan sind wir gut dabei. Wir haben auch noch eine ganze Menge Punkte übrig. Und das finde ich super. Da werden wir auch nicht zu schnell dran gehen, hoffe ich. Damit wir zur Not noch Panik skillen können. Wo ist denn die Lotusblüte? Die sind hier rein. Da ist die Lotusblüte. Ja, wunderbar. Haben wir das doch gleich schon zusammengeschrubbert. Wir werden hier natürlich auch noch alles durchsuchen, wenn es geht. Oh, apropos, wenn wir schon dabei sind. Oh Gott, das mit den Leitern, ne? Das ist geil. Das ist einfach geil. Okay. Man muss ja aus irgendeinem Grund hier hochkommen. Ja, ist wahrscheinlich auch für die Nosferatu, um sich zu bewegen. I don't know. War der Fall jetzt ziemlich doof gerade. Das ist nur ein Rundgang. Bringt mir mal gar nichts. Lotusblüte. Lotusblossom. Ja, seht ihr, deshalb muss es nicht übersetzt werden, weil es auf den Schildern A, ein Bild dazu gibt, für die Leute, die nicht lesen können. Das ist ja custom für irgendwelchen Restaurants oder Kneipen oder sowas. Dass das Bild da ist, weil die Leute früher nicht lesen konnten. Zum Großteil. Und deswegen dann das daran erkennen konnten. Und dann nochmal steht es in Englisch auf diesem Schild. Also warum sollte man es übersetzen? Ich meine, ne? Man sieht ja, was die Bedeutung der Worte ist. Na gut, egal. Na Freunde, das hier ist eine Kampfzone. Aha, mal gucken, ob ich euch mit meinen Fäusten verprügeln kann. Bis ihr quiekt. Hallo? Ich darf mit dir nicht reden, really? Oh. Die Leute, das machen wir nochmal. Warum laufen da nackte Frauen rum und plötzlich werde ich von Schlägern zugeballert? Gehen wir direkt da so rein. Aber ich kann mit dem Typen nicht reden. Ein bisschen komisch. Naja, jetzt wird uns zumindest keiner mehr bemerken. Oh. Und die tritt die Tür wieder so erotisch auf. Nice. Mal gucken, ob ich die einfach schnetzeln kann. Oh, die sind gut. Die sind gut, dabei meine Heimlichkeit zu erkennen. Ich kann sie nicht töten? Willst du mich verarschen? Ich kann sie nicht insta-killen. Das ist ja doof. Oh well. Lalalalalala. Wir müssen ein bisschen Heimlichkeit trainieren, glaube ich. Das wäre besser. Wow, Stufe 10. Okay, da sitzt sie definitiv hinter die Truller. Gehen wir mal hier durch. Oh, die kann man natürlich auch mal gebrauchen, ne? Ja. Was ist, soll das denn hier bitte sein? Ist das ein Umkleideraum oder sowas? Hallo. No speak English, ja, aber du hast gerade Englisch gesprochen dabei. Okay, ich weiß nicht, was das hier für ein Raum ist, aber keine Ahnung. Das scheint so ein Massageding zu sein. Hm. Hallo. Du siehst ziemlich kacke aus, mein Freund. Just saying. Hm, hier hinten nur ein Waschbecken. Hier ist nicht viel. Ich könnte jetzt alle killen, aber... Hallo? Na? Schnappen wir uns die mal. Da kann man ja mal ein bisschen was schnabulieren zwischendurch. Wir brauchen es gerade nicht so unbedingt, aber hier laufen ja genug irgendwelche japanischen Trollers rum, die man verschnabulieren könnte. Schade, ich würde die gerne insta-killen, die Typen. Ich meine, jetzt Kampfzone, jetzt egal. Hallo? Weißt du was, du auch. Oh. Wie hot sie da steht, während ich an den Nuckel. Hm. Ja, aber auch eine Prostituierte, wie man merkt, mit ein bisschen Blut, das sie hat. Aber sie ist auch pacified dadurch. Also sie ist auch unterdrückt worden davon. Hm. Ich würde die zwei Typen am Eingang gerne killen, ne? Und hier ist doch definitiv was, oder? Leider nicht, schade. Okay, schleicht erstmal weiter. Ich meine, solange uns unsere Heimlichkeit noch weiterbringt, ich würde die gerne skillen. Die kostet nur 6. K.
Charisma ist aus irgendeinem Grunde verbessert. Das ist cool. Wir könnten Geschicklichkeit, dann wäre Schleichen auch besser wieder. Ja genau, Schleichen ist ja bei uns schlechter geworden, dadurch, dass wir die Kleidung jetzt tragen. Theoretisch könnte ich sie auch einfach also eine andere Kleidung anziehen und Insta wechseln, wenn ich es will. Mhm. Aha. Hier machen sie schweinische Aufnahmen, hä? Ja, sieht so aus. Hier machen sie schweinische Aufnahmen von den Leuten, die hier ein Happy Ending Massage bekommen, oder wie? Da gehe ich gleich nochmal rein, lassen wir den Typen hier beseitigen. Na Freund, du hast eine Waffe, du Arsch. Upsala. Und er hat mich entdeckt, der Sack. Someone there? Ich kann ihn nicht... Weißt du was? Dann ist Ruhe. Einfach ausgesaugt. Waffe ist mein. Das war, glaube ich, eine Glock. So, jetzt gucken wir hier nochmal rein. In die Toiletten. Vielleicht gibt es hier noch was. Es kann überall was rumliegen. Was ich kann... Ich darf da nicht rein? Das ist ja strange. Das erste Mal, dass ich in diese Kabinen nicht reinkomme. Kann ja was Gutes da sein. Ja, hier machen sie denselben Krams. Ey, wenn hier jetzt was liegt, was ich vergesse, ne? Das würde mich ja ankotzen. Da waren wir schon drin. Ich meine, warum darf ich den nicht insta-killen? Du hast mich entdeckt. Nö, ist niemand da, auch wenn du mir gerade mit der Waffe ins Gesicht gezielt hast. Oh. Aha, es ist wirklich Happy Ending Massage hier, oder wie? Und ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. schön. Lalalala. Ich gehe mal vor dir hier durch die Tür, ne? Das ist cool, das siehst du ja nicht. Hey, someone there? Ist niemand, niemand da, niemand da. Hallo? No, no, I don't know you. Und? Ist mir doch wurscht. They're gone. Der ist abgehauen? Ich meine, das ist gut, dann kann ich deinen Kumpel nämlich nicht sehen, wenn ich jetzt austrinke. Oder einfach töte. Ich mag es, schleichen zu können in diesem Spiel. Das habe ich früher voll nicht beachtet, ne? Ah, komm her. Someone there? Hey, who's there? Huh? Na komm, töten wir dich einfach. Dann ist Ruhe. Ich muss ja nicht so auffällig hier bewegen. Man kann auch mal ein bisschen die Schleichtour wählen. Hier ist leider nichts, aber hier beobachten sie auch niemanden. Das heißt, ne, bringt so viel Profit ein. Wir haben da noch eine Troller stehen, die wir aussaugen können. Das ist gut. Noch brauchen wir nichts. Finde ich auch gut. Ich hätte gerne die Geisterwölfe, Leute, aber ich bin mir nicht so sicher. Ich darf euch nicht killen, ne? Oder beziehungsweise ich darf euch nicht insta-killen, ja? Dich vielleicht jetzt. Ja, vielleicht jetzt. Und das ist lautlos. Auch wenn ich das vor dem anderen Typen einfach so mache, aber ist cool. Ja, das ist gut. Wenn ihr aufsteht, dann kann ich das nämlich machen. Haha. Wir kriegen noch genug auf den Deckel. Aber cool, so kriege ich Munition. Das ist super. Und jetzt habe ich wahrscheinlich einen Schlüssel. Ja. Guck mal, wer da ist. Schaut mal einer, guck. Die anderen beiden hätte ich auch gerne geschnappt, ne? Aber das ging nicht. Bisschen schade. You bitch! I can't breathe in here! Ach ja, darum lasse ich dich auch raus. What? Yeah, who are you? You're not with the tongue. Nein, ich bin keiner von denen. Didn't I just say that? You may not be with the tongue, but you seem to be as smart as they are. Hallo? Mann, hat die eine große Klappe. Bist du Wong Hu's Tochter? Yeah, I'm Kiki. Who the hell are you? The Tong Welcoming Committee? Jemand, der dir gleich eine reinhaut. Ich bin hier, um dich zu retten. Oh, I'm so impressed. What? Like you want me to thank you or something? In your dreams, bitch. Wow, ist die aber ein Dreckskuh. Lass uns einfach raus hier. Wenn das keine originelle Idee ist. Mann, mein Vater muss echt dringend nach jemandem gesucht haben, der mir hilft. Du gehst voraus, du Heldin. Oh Gott, das muss ich mir echt nicht antun. Okay, das hätte ich vielleicht nur nicht machen sollen. Hier könnten nämlich noch Typen sein. Okay, und ich will nicht, dass sie abgeballert wird. Traurigerweise, obwohl sie einfach eine Dreckskuh ist, wie man ja merkt. Okay. Ah, sind wir hier. Schloss Stufe 10 und so. Ich würde mich gerne noch weiter hier umschauen. Wenn sie stirbt, ich habe ja gespeichert. Die ist ja nicht so wild, ne?
Okay, was geht hier unten ab? Das war immerhin extrem gesichert. Ah. Loki, Loki, wer bist du denn? Ah ja, Bingo, Heidor. Freeze! Sie haben Kiki gerettet, aber sie würden sie lieber umbringen. Sollten zum Ruhm gehen und seine Hilfe fokussieren. Was bist du denn für ein Arsch? Keine Ahnung, was da logisch ist. Ja, aber durch den Haupteingang rauszugehen wäre halt doof. Deswegen hier lang wohl. Keine Ahnung, was hier noch so ist. Aber ich gucke mich gerne mal um. War da vielleicht irgend so eine Type, der nicht mal Kiki wahrgenommen hat? Finde ich super. Nichts in den Kisten. Wow. Secret Storage or what? Aber wir sind anscheinend raus. Ja, dann sind wir halt raus. Ich hätte wahrscheinlich hier hinten reingehen können und wäre dann direkt bei ihr gelandet. Aber wir sind jetzt so wild. Okay, Kiki haben wir gerettet, ist cool. Wir haben alles soweit mitgenommen. Hier unten ging es also rein. Okay, cool. Gut zu wissen. Wir haben die Quest beendet, das reicht ja. Ist mir egal, ob sie jetzt da rauskommt oder nicht. Müssen wir nur wieder zu dem Dings finden. Wir einfach den Hauptgang reingehen. Ne? Aber wir sind so gut im Schleichen, das hat alles noch funktioniert. Bisschen komische Quest, aber ja, so wie sie drauf war, auch gar nicht anders zu denken. Immerhin haben wir sie relativ schnell fertig. Mädchen, lass mich mal Aufzug. Danke. Ich muss nämlich zu deinem Chefe. Und später kommen wir zu dir. Wenn seine dämliche Tochter fertig ist, mich zu beleidigen. Na? Oh, I'm so impressed. What? Like you want me to thank you or something? In your dreams, bitch. Wow, sonst hast du nichts zu sagen und vergisst einfach, dass ich gerettet habe. Und die unten, oh Gott, halt die Schnauze, du dumme Kuh. Ist ja eklig. Hallo, Mr. Tong. Ah, welcome, my friend. I owe you a debt of gratitude. You have returned to me my greatest treasure. Bist du sicher? You told me how you rescued her. You are a woman of great courage and honor. Thank you. Bist du sicher? Also unten, die Frau in der Rezeption, finde ich einen größeren Schatz als deine komische Tochter da. Haben sie inzwischen rausgefunden, warum die Tong sie entführt haben? No, I have not been able to find out why they took Kiki. But I fear that it goes much deeper than the Tong. Was meinen Sie damit? For a long time I have been trying to clean up Chinatown. Ich mag ihn jetzt. It was a difficult Deshalb. Job, but the community came together and we started to take back our streets from criminals like the Tong. Businesses reopened. Families moved back into their homes. Er ist cool. Was ist passiert? Die Tong scheinen stärker als sie zuvor zu sein. Wahrscheinlich sind sie irgendwie Vampire oder so. The Tong were almost gone, but then something happened. Their numbers began to grow and suddenly they had a lot of money to buy weapons. With them followed the drugs and the violence. It is almost worse now than before. Okay, da muss ein Drahtzieher dahinter sein. I do not know, but there is a change in the air. I meditate, but my spirit is restless. Ja, meine auch. The words of the I Ching are dark and unclear. Everything seemed to change as soon as... Seit was? I am sorry. I have said too much. Kommen Sie schon, Sie können mir vertrauen, Wong Ho. Well, things seemed to change as soon as Ming Zhao arrived and reopened the Temple of Golden Virtue. That was 3 years ago. I do not mean to insinuate that she has anything to do with Aber the resurgence of the Tong. The two events merely seem to coincide. Es kann gut sein. Interessant, manche Leute sagen, Zufälle gäbe es nicht, Wong Ho. No, I will hear no more of it. Ming Zhao has been my trusted advisor ever since she arrived. I trust her completely. Bist du ihr Ghoul? Naja, glaube ich nicht. Okay, dann reden wir jetzt über die Informationen, die ich von Ihnen benötige. Of course. What can I help you with? Ich suche nach einem vermissten Chinatown. Who is this person? Sein Name ist Barabos, er ist ein Geschäftspartner. Oder sagen wir, er ist ein alter Freund von mir und heißt Barabos. Hm. What else can you tell me about him? Er sieht aus wie die Hölle auf Erden.
Er beschäftigt sich mit Überwachungstechnologie, ein Computerfreak. I see. I do not think I could find him for you, but I know someone who could. Mhm, wen denn? His name is Zhao. Oh, crap. He is the man who called me and told me where Kiki was being held. Zhao has many connections. He owns an import-export warehouse in Chinatown. Go and see him there. I will call ahead and tell him to expect you. Ich habe das Gefühl, Zhao hat damit was zu tun und ich meine, das Lagerhaus war eklig. Danke, ich habe noch ein paar Fragen. What would you like to know? Wo kriegt ein Mädchen wie ich hier eine Waffe her? Guns? No. Even if I did know such things, I would not tell you where to get them. We have enough problems without telling people where to buy guns. I'm sorry. Kein, vertrauen Sie mir, ich will es nur wissen, damit ich den Ort meiden kann. I do not know for sure, but I hear that Zeng sells weapons out of his herbal remedy shop. Oh, das ist super. Noch ein paar Fragen. What would you like to Vielen know? Dank übrigens. Und der Tempel der Goldenen Tugend. The Temple of Golden Virtue has been here in Chinatown for a long, long time. Even before I was born. For many years it was old and forgotten. But Ming Zhao bought it and restored it to its former glory. Warum hat sie das getan? Ming Zhao holds our culture and our traditions in very high regard. The temple is a symbol of our strength as a people. It brings hope to the community. Ja, sie ist die Tradition. haben sie niemals betreten? No. Ming Zhao receives her visitors in an antechamber, but no one is allowed to enter the temple itself. Mhm. She tells me that it is a holy place and Ach, that it needs to be left undisturbed. Mhm. Hm. Das, da bin ich mir sicher. Ming Zhao ist weise und ich bin sicher, dass man ihr trauen kann. Yes, yeah. I think so too. Many things she has told me have come to pass. Mhm. I believe she is a holy woman sent to us from the gods to help rebuild our community. Ja, so in etwa. Irgendwas in der Art, ganz klar. Ich habe noch ein paar Fragen. Kann ich hier noch was? Nein. How can I? Ja. Okay, nichts. Dankeschön. Vielen Dank für Ihre großzügige Hilfe. Wir werden uns im nächsten Part das Lagerhaus mal anschauen. Ich hoffe, ihr seid dann auch mit von der Partie, wenn es wieder heißt Let's Play Vampire The Masquerade Bloodlines. Bis dann, Leute. Tschüss.